Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich bin in der weiteren Trash-Gruppe drin, das heißt aktuell habe ich 3 Trash-Pakete am Laufen, was ich richtig cool finde, also Wander-Trash-Pakete. Und ja, wenn du sehen möchtest, was in diesem wird definitiv ersetzt Karton drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, wir sind 5 Mädels und ich habe mein Paket jetzt von der lieben Ela bekommen. Ich verlinke euch die ganzen Kanäle auch mal unten in der Infobox und werde das, glaube ich, zu Nasti nachher weiterschicken. Ich bin einfach gespannt, was hier so drin ist. Ich konnte das bei Ela auch so ein bisschen sehen, die hat das ja auch gezeigt. Und ja, also es ist halt so bei diesem Trash-Paket, dass wir uns nennen, werde dein Trash los, was ich ziemlich witzig finde. Und hier sind Produkte drin, wo ich tatsächlich das, was ich rausnehme, ergänzen werde. Und ich werde auch noch ein bisschen mehr mit reinpacken, weil ich jetzt das erste Mal mit dabei bin. Und ja, einfach so als ich bin jetzt auch neu und mach mit und dann packt man da einfach, finde ich, einfach so noch ein paar Sachen mehr mit rein. Ne? Weil Nasti das gestartet hatte und von sich aus super viele Produkte reingepackt hatte. Genau. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir schauen mal hinein. Es ist echt gut gefüllt und die Umverpackung besteht fast nur aus Paketband. Das ist der Wahnsinn. Das Kleid habe ich übrigens letztes Jahr in Korfu gekauft und dachte, das wäre eine total tolle Idee, das zur Schwangerschaft zu tragen. Da habe ich aber nicht reingepasst. Und mittlerweile passe ich halt wieder in das Kleid rein und da freue ich mich halt sehr drüber. Und ich ziehe jetzt erstmal alles hier an Produkten raus und lege das hier so bei mir hin, damit ich da so gleich ein bisschen schneller durchkomme. Und dann schauen wir uns erstmal die Sachen an, die nicht in den Boxen drin sind. Zuallererst habe ich hier von der lieben Steffi zum Probieren was mit dabei. Da sind Tees drin. Oh, das ist ja interessant. Gucken wir mal. Sleep and Dream habe ich hier mit dabei. Also für mich ist es so, was kann ich hier gegebenenfalls hier oben trinken? Da habe ich ja einfach so kalten Tee. Ne? Habe ich hier zum Beispiel auch drin in meinem Gläschen, ne? Und dann trinke ich das über die Zeit. Hier ist zum Beispiel drin von Lord Nelson grüner Tee Zitrone. Da nehme ich mir auf jeden Fall was von raus. Elixier der Elfen. Oh, Apfelminze und Orangenblüte von Mesmer. Das nehme ich mir auch raus. Grüner Fokus. Grüntee, Zitronengras und Guarana. Das probiere ich auch. Als nächstes habe ich hier ein Buch von Harlan Coben. Ich schweige für dich. Ein Thriller. Ich lese super gerne Thriller. Das kann ich auf jeden Fall mal probieren vor allem. Ich glaube, das ist ein schönes Hängemattenbuch. So, dann ist hier für Nasti. Nein, für jede eine Kleinigkeit von Nasti. Ach, guck mal. Das ist ja auch cool. Augenpads. Okay, einmal das. Was nehme ich denn? Ich nehme Peptide. Peptide mag ich sehr, sehr gerne. Beziehungsweise meine Haut. So, dann habe ich hier von der lieben Ela. Hallo Mädels, für jede eine Maske. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Oh, die sind toll. Von The Mask Doctor ist das von unserem Freund Action. Mit Peptiden, Bakuchiol. Ich nehme, die kenne ich schon, die Peptide. Bakuchiol ist ja die, ich glaube, ich nehme das, ja. Bakuchiol ist eigentlich ganz geil, weil das ist die natürliche Variante zu Retinol. Da muss man ein bisschen aufpassen, jetzt im Sommer, ne? Das kann ich nur nochmal so sagen. Macht die am besten abends und nicht morgens, weil das die Haut natürlich, es ist ja wie so eine Art Peeling auch ein Stück weit. So, wo bin ich? Und hier habe ich jetzt auch nochmal so viele Goodies erstmal, ne? Das ist der Wahnsinn. Für jeden eine Handcreme, liebe Grüße, Steffi. Oh, das ist interessant. Balea Hand- und Nagelbalsam Camel. Mädels, vielen Dank. Ihr seid ja krass. Erstmal ordentlich Goodies raushauen. Und dann habe ich hier ernsthaft eine Weinflasche drin. Kann das wahr sein? Kann das wahr sein? Wer packt denn hier einen Wein rein? Und das war ein mega Reim, ne? Cool. Aber ich bin jetzt nicht so der Weintrinker. Christmas Edition. Nee, da bin ich raus. Dann habe ich hier die erste Box, die wir mal plündern werden. Da sind Haarprodukte drin, sehe ich, oder Tools generell. Den habe ich selber schon mal weitergegeben. Das ist, ich finde, mit meinen blonden Haaren einfach irgendwie nicht so cool. Dann eine vegane Pflegebürste von Ebelin. Meine Freundinnen mögen das ganz gerne, ne? Ich glaube, die nehme ich mal raus. Die kann ich da auf jeden Fall dann weitergeben. Das hier ist so ein Avocado-Schäler. An sich interessant, aber wie oft habe ich mal eine Avocado da? Also vielleicht 2-mal im Jahr. Also von daher, das wird wieder reinkommen. Genauso wie der Bräuner, Selbstbräuner-Handschuh von Flora Mare. Da
das finde ich ja cool. Hairflex, das trendige Haargummi in vielen Farben. Das werde ich mir rausnehmen. Die Farbe ist jetzt nicht so super special, ne? Aber ich mag eigentlich gerne diese Grüntöne. Das ist schon meins, doch. Dann habe ich hier von CD Feuchtigkeitsdusche. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD mit Wasserlilie. Ja, ich weiß nicht. Nehme ich das raus? Lasse ich das drin? Ist eigentlich ein ganz cooler Duft, ne? Wasserlilie mag ich ganz gerne. Ich glaube, das bleibt. Dann habe ich hier noch diverse Augenpads, die hier auch einfach so mit drin liegen. Die nehme ich mir raus. Genauso auch dieses Hydrogel Lip Patch von Claudia Vera. Von Star Skin Eye Catcher nehme ich mir auch raus. Sowas mag ich, ne? Von Dörf habe ich hier Pflege Plus. Null Parfüm, Farbstoffe, Sensitiv Body Lotion. Diese Sticker da drauf sind ein Traum, ne? Ja, nehme ich mir sehr wahrscheinlich auch raus. Fix and Rouge Satin Soft Blurring Primer. Den hatte ich selber schon mal, der ist mir zu trocken. Das ist von Nails Inc. Ein Nagellack in der Farbe Mayfair Lane. Der ist mir zu sehr Leberwurst. Solche Produkte sind neu von Catrice Clean ID Colored Brow Filling Gel. Wobei, nee, das nicht unbedingt. Aber wenn es jetzt ein Eyeliner wäre oder so, dann wäre dann definitiv neu, ne? In der Farbe 020 Medium. Habe ich nicht so Spaß mit. Haben wir hier nochmal drin in 030 Dark. Ila Maska haben wir einen Liquid Eyeliner. Der dürfte dann nämlich neu sein. Den lasse ich aber auch drin. Diese Ultimate Lip Stains von Catrice sind schon cool, ne? Da habe ich hier auch zwei Farben drin enthalten. Die müsste ich aber, glaube ich, sogar beide haben. Dann ist hier von Look by Vipa einmal ein Chestnut Oil und von Mira auch noch so ein Öl. Sowas nehme ich ja immer ganz gerne für meine Oberschenkel, ne? Das Look by Vipa müsste ich aber tatsächlich noch haben. Das Mira habe ich, glaube ich, sogar schon mal aufgebraucht. Eigentlich habe ich noch genug da. Gehen wir weiter zu einer Pink Box. Die habe ich übrigens mittlerweile auch selbst im Abo. Eine Enthaarungscreme von Isana in Kombination mit so einem Schwämmchen. Hatte ich auch selber mal in Dusch. Nee, das hat bei mir nämlich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob meine Haare einfach zu krass unterwegs sind. Dann Melody Lashes. Oh, richtig schöne, intensive Wimpern. Also ich bin sehr froh darüber, dass ich durch Wimpernwachstumsserien, ihr seht es jetzt gerade auch schon wieder, ne, einfach echt viel aus meinen Wimpern rausholen kann. Jetzt aktuell verwende ich das von Svenja Wahlberg. Das ist richtig gut. Noch besser funktioniert bei mir das von Grande Lash. Ja, das geht so krass ab. Niclay habe ich hier auch noch mit drin. Die sind auch richtig schön. 3D Lashes, also wunderschön. Mag ich wirklich gerne leiden, aber ne, ist bei mir halt nicht so. Den habe ich auch noch selber da von Barbour. Den hatten wir mal in der Glossy Box Limited Edition drin. 02 We Love Coral. Coral ist schon, ne, sehr passend jetzt auch zu meinem Outfit. Aber wie gesagt, den habe ich selber auch. Schönes Produkt, kann man sich definitiv mal angucken. Macht, glaube ich, auch relativ weiße Zähne. Von Fasali habe ich hier das Volcanic Elixir. Aha, das ist ein 30 ml Gesichtsserum wahrscheinlich. Dann haben wir hier auch noch von Niclay den Kleber, den Wimpernkleber. Von dem Asam so Self-Tanning Drops, da nehme ich am liebsten die von Beauty Mates. Die gebe ich mir auch gerne in meine Bodylotion rein für meine Beine, dass die nicht ganz so weiß, fast schon blau aussehen. Dann von Kalusan, danke. Intensive Hautpflege, ein Cremeschaum. Nee, der wird weiter wandern. Kalusana hat, glaube ich, immer ganz bestimmten Eigengeruch, ne? Eine Körpercreme von Styx wird auch weiter wandern. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so meine Box. 4711 Remix Cologne. Das sind so Tücher, die kannst du eigentlich ganz toll jetzt auch im Sommer so in eine Handtasche reinpacken und dann eben so die Hände sauber machen. Aber das ist, ja, naja. Den habe ich, glaube ich, sogar selber. Der ist ganz hübsch, ne? 220 Trended Up. Oder ich habe den also so eine Farbe schon generell schon da. Der kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Comfort Zone Hydra Memory Cream Gel. Ja, das ist auch eher so ein Serum. I Had Revolution Tasty Watermelon. Das wäre natürlich ein cooles Lippenöl. Ich habe jetzt aber aufgrund der Findet Nemo Limited Edition ordentlich viele Lippenöle wieder hier. Da habe ich jetzt auch gerade auf meinem Tisch stehen, dieses hier. Also da bin ich echt noch gut ausgestattet. Dann haben wir hier von NYX Away We Glow ein Liquid Highlighter drin, der mir 5000 Nuancen zu dunkel ist. Eine Mascara haben wir hier drin von Nude Sticks. Splash Proof.
mögen meine Freundin immer ganz gerne. Das heißt, ich werde die rausnehmen, dann kann ich die auch mal angucken. Hoho, die hat so ein Gummibürstchen, was echt martialisch aussieht. Alto Belli. Ja gut, aber da werde ich eine Freundin finden. Die sagen nämlich viel, dass sie halt so was Wasserfestes oder so brauchen. Von Revolution das Brow Gel müsste das sein. Genau, das habe ich nämlich selber da. Das ist okay, reißt einen aber auch nicht vom Hocker. Cake Pencil Trooper Black. Aha. Von was bist du? Von der Schrift her sieht das nämlich aus wie Kat Von D. Aber da steht hier nicht drauf. Also ist das dann wahrscheinlich auch irgendwie bei Parkendo San Francisco. Keine Ahnung. Achso, das ist auch ein Kajal. Das ist nicht so meine Welt. Der geht auch weiter. Die habe ich, glaube ich, auch noch da. Das ist so eine Mini-Palette von Revolution. Ich glaube, die war im Adventskalender drin. Ist eine schöne Palette. Aber wie gesagt, doppelt brauche ich sie nicht. Ein Härchen. Iconic London. Hallo. Ich mag das. Liquid Brow Silk. Da muss ich kurz mal gucken, ob ich das nicht vielleicht schon da habe. Wird behalten. Sehr gut, weil ich bin ja auch dabei, dass ich gerne irgendwann mal ein Full Face Iconic London schminken möchte. Eine My Little Box habe ich hier. Disciple mit Salicylsäure. Die habe ich selber in meinem Backup. Eine Tuchmaske von Isana, die wird behalten. Tuchmasken und ich, wir sind halt große Freunde. Und meine Freundinnen wollen halt auch immer ganz gerne Tuchmasken haben. Deswegen, ne? Sweet Candy, Gummy Bears oder Bears and Jelly Beans, die wird auch behalten. Eine Handmaske, die wird eher weiter wandern. Disney Minnie Mouse. Ein Peeling von Mikura. Da muss ich leider zu sagen, das habe ich auch selber schon mal verwendet, habe ich auch aussortiert. Da ist die Peeling-Wirkung einfach nicht vorhanden. Und dann, ja, weiß ich nicht, brauche ich das nicht. Dann sind hier so Stempel mit dabei. Sind ganz hübsch, aber ich wüsste nicht, wofür ich die gebrauchen könnte. Ein mildes Pflegepeeling von Jean und Len oder Jean und Len. Das ist, glaube ich, sogar fürs Gesicht. Fürs Gesicht auf gar keinen Fall würde ich das verwenden. Hilft, angewachsene Härchen vorzubeugen. Okay. Also ist das dann wirklich auch für den Körper gedacht? Ja, nein. Dann nehme ich eher Salz- oder Ölpeelings. Dann habe ich hier eine Sensitive Körpermilch von Kneipp mit drin. Das könnte was werden. Mandelblüte? Ich glaube schon. Dann habe ich hier so eine Badekugel drin. Ich habe zwar jetzt hier oben mittlerweile eine Badewanne, aber das Bad ist echt gar nicht renoviert. Von Sally Hansen habe ich hier nochmal so Leberwurstfarben. Dann Cara Look Illuminating Eye Cream von Hello Body. Da muss ich leider auch schon ein Feedback zu abgeben, was nicht positiv ist. Habe ich auch verwendet, fand ich okay. Aber ich fand, dass die Wirkung bei weitem nicht den Preis rechtfertigt. Von La Canopée habe ich hier eine Baobab Inulin Glycerin Universal Creme. Ist auch, glaube ich, fürs Gesicht. Da habe ich auch genug. Meadow Rose and Strobe Luminizing Rose Gold Primer. Von Seraphine Botanicals. Da hatte ich mal einen Blush, den habe ich auch leer gemacht, den ich richtig schön fand. Alles ist jetzt hier von dieser Badekugel angekugelt. Ich glaube, den probiere ich mal aus. Ich glaube, den probiere ich einfach mal aus. Mal schauen. Oder? Nein. Ich habe hier noch einen Priming Moisturizer von HelloFab, den habe ich auch. Der ist ganz okay. Dann habe ich hier von Trend It Up Nude & Care nochmal Leberwurstfarben. Jemand hat seine Leberwurstlacke aussortiert. Eye Lift Max von Pixi by Petra, das wird auch weiter wandern, denn meine Augen sind nicht so für Liquid Augenviecher gemacht. Da funktionieren tatsächlich die von Denisa Myricks gerade so, aber auch nicht immer. Also da muss ich schon einen guten Augentag haben. Weiter geht die wilde Reise mit der vorletzten Box. Swanty, das sagt mir gar nichts. Ist ein hübscher Schwan drauf abgebildet. Wir haben Servietten hier drin enthalten, das ist praktisch. Dann von Balea ein Rasierhobel. Oh, da habe ich ja Angst vor, ne? Interessant, aber ich habe da wirklich Angst vor. Mein Freund hat sowas mal irgendwann von mir bekommen. Das war in einer Männerbox drin, das verwendet er ab und zu mal. Nee. Lip Volume Konzentrat von Shelbens wird auch weiter wandern. Peel Off Aktivkohlemaske ist nichts für mich und auch die Pink Pearl ist nichts für mich, weil ich sehr sensible Haut habe. Die 1991 Wimpern von Alicia Marie sind hübsch, aber wie gesagt auch wieder falsche Wimpern. SOS Pflege für weiche Füße. Eine Fußmaske. Die nehme ich mir raus. Retinolmaske ist cool.
Nee, aber ich verwende Crememasken eigentlich nur morgens und das dafür mit Retinol jetzt eigentlich eher nicht so. Magic Glitzer Fußbad wird weiter wandern. Von Gosh Lumi Drops werden weiter wandern, sind mir zu dunkel. Unique. Hui. Nein. Da habe ich von, also da fehlt mir auch der Schimmer tatsächlich und das ein oder andere hat die auch schon Hardpan leider. Da fehlt mir tatsächlich, nein, da habe ich von bei Beauty Bay welche, die mir besser gefallen, so wollte ich das sagen. Von Malik haben wir was dran. Ich glaube, das ist so ein schönes Schmuckset, ne? Das fand ich eigentlich ganz süß. Ein Mondstein ist das, genau. Oh, ne? Kann man eigentlich total schön weiter verstecken. Intuition, Weiblichkeit, Selbstvertrauen. Ich finde das schön. Ich glaube, das nehme ich raus. Ja, also sowas kann man wirklich schön als Goodie so bei einem Geschenk mit dazu tun. Dann habe ich hier drin Viererset, so Spangenclips mit Schmetterling. Finde ich auch süß, nehme ich mir auch raus. Kann ich gut gebrauchen. So ein Cognac-Schwamm ist aus der Cognac-Wurzel, nein, aus der Wurzel vom Cognac-Baum. Das ist ja so ein ganz natürliches Moped mit Aloe Vera. Wird weiterwandern, weil meine Haut dafür zu sensibel ist. Be perfect, get wet. Stacey Marie, was bist du? Ui! Schade. Wäre der ein bisschen heller, ich würde den safe nehmen, ne? Weil damals fand ich den schon so super ansprechend, aber der ist mir jetzt leider zu dunkel. Eyebrow Stencil. Damit kann, also das sind so Augenbrauenformviecher, die kannst du dir dran halten und drauf machen. Ja, nee. Also, nee. Am Anfang habe ich das wohl mal verwendet, aber mittlerweile nicht mehr. Spongelee Frisia Peer Body Wash Infused Buffer. Das ist auch ein Sponge, ne? Wieder. Body Wash Buffer. Ja. Und da hast du halt die Düfte auch mit drin. Das riecht nicht so genial, muss ich sagen. Nee, und zum Schwamm greife ich halt auch zu wenig. Barbour Cleansing Hü Oil und das Phyto Active, das ist so ein Set, ist sehr, sehr cool. Kann man definitiv mal ausprobieren. Magic Bar, feste Gesichtsreinigung, strahlend schön, Rosenextrakt und Vitamin E. Nee. Und die The Blushed Nudes von Maybelline ist mir persönlich auch zu zurückhaltend. Und dann habe ich hier das letzte Produktchen drin. Das sind... Ach, guck. Da hat jemand in ihr Kopfhörer reingepackt. Was ich ja cool finde, weil ich mir letztens extra welche gekauft habe. Na egal. Das wäre auch ganz geil gewesen, ne? Im Übrigen habe ich noch eine Box nachher vor mir. Das war gar nicht das letzte Produkt. Seht ihr auch in der Zeit, ne? Dass da noch ein bisschen was kommt. Ja. Und da hoffe ich jetzt natürlich, dass wir so eine schöne dekorative Kosmetikbox haben, weil das ist ja das, wo ich auch immer richtig drauf abfahre. Leider nicht. Schade. Aber nein, das war die Box. Genau, das hatte ich mir sowieso rausgesucht, glaube ich, ne? Das war die Box mit den Produkten, die in der vorigen Runde nämlich schon drin waren und die Nasti jetzt nochmal reingepackt hat, damit Manuela und ich uns die rausnehmen können. Da habe ich ja einmal von Balea eine beruhigende Spülung, den, ja, Physicians Formula Eyeliner, der richtig toll ist, der hat nämlich einen Wimpernwachstumsbooster auch mit drin und natürlich eine Tuchmaske, da musste natürlich bleiben. Genau, so, und jetzt kann ich euch nochmal zeigen, was alles so bei mir bleibt, denn das ist echt eine Menge. Da hätten wir die Garnier-Maske, das, was ich euch gerade gezeigt habe, ne? Die Spülung und den Eye-Booster von Physicians Formula, die Mascara von Nudesticks, Iconic London, das Augenbrauen-Gel, zwei Tuchmasken, einmal Isana, einmal diese Sweet Candy-Geschichte, dann diese niedlichen kleinen Schmetterlinge, ach, was hübsch, dann eine Sensitive Körpermilch, ist ganz cool, wir haben bald auch wieder Mädelsabend, läuft, Darf Pflege Plus, diese Bodylotion, von CD dann eine Dusche mit Wasserlilie, stelle ich mir im Sommer richtig gut vor. Das Armband von Malik, iPads, Lippenmaske, Starskin iPads, Fußmaske, Haargummis, die vegane Pflegebürste, das Buch habe ich mir jetzt auch dann rausgenommen. Und das andere waren ja Goodies, also die Augenpads, 3 Tees und... Hier die Bakuchiol-Maske und die Hand- und Nagelmaske. So, wie gesagt, ich glaube, mein Paket geht dann, oder das Paket geht dann auf den Weg zu Nasti. Die ist nämlich die erste und dann startet das wieder durch. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was das Paket so weiterhin macht. Schaut gerne bei den anderen Ladies vorbei. Dann könnt ihr das Paket nämlich auch super gerne verfolgen. Was ich reinpacke, werdet ihr dann bei Nasti sehen. Ja, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!